Funkloch. Auf der aktuellen Karte der Bundesnetzagentur erkennt man die Problemzonen im Land, wobei die Behörde unterscheidet zwischen empfanggestört und Funkloch. Das ist im ländlichen Raum ein Thema, stärker als im städtisch verdichteten Raum, wo viele Menschen wohnen, ist der ländliche Raum insgesamt schwieriger. Sehr häufig ist schlicht der Empfang gestört und das kann insbesondere in der Bahn passieren, wo einfach der Zug dazu führt, dass die Signale blockiert werden. Das ist ärgerlich, es liegt aber nicht daran, dass kein Netz verfügbar ist. Das Gespräch ist trotzdem weg. In einer aktuellen Open-Signal-Studie landet Deutschland von 100 Ländern auf Platz 50 bei der Verfügbarkeit vom Mobilfunkstandard 4G hinter Kirgisistan und Indonesien. Der Grund? Die Menschen surfen und telefonieren vergleichsweise weniger mobil, als das in anderen Ländern der Fall ist. Das liegt an einer vergleichsweise gut ausgebauten Festnetzinfrastruktur in Deutschland. Minister Scheuer steht unter Druck. Lange Genehmigungsprozesse, zu wenig Standorte für Funkmasten. Jetzt soll eine Mobilinfrastrukturgesellschaft helfen, die Mobilfunkqualität zu verbessern. In den Augen des Bundesrechnungshofes und der Opposition ist sie überflüssig. Wir brauchen keine neue, teure Megabehörde, die nicht einmal jetzt die Funkmasten aufstellen darf. Das soll über 5 Milliarden Euro kosten. Sie soll nur die Kommunen, die Konzerne an einen Tisch holen, um darüber zu reden, wie das besser werden könnte. Die Bundesregierung will jetzt mehr als 1 Milliarde Euro in den Ausbau der Mobilfunknetze stecken.